Herzlich willkommen zu Infos am Sonntag. Heute am Sonntag, dem 2. August bereits schon 2015. Ich begrüße euch herzlich dazu. Die erste Sonntag-Infos zum Sonntag-Folge seit ziemlich langer Zeit. Die letzte war ja am Ruhetag der Tour de France, aber das war ja keine Infos am Sonntag-Folge. Dementsprechend zählt das nur halb so. Heutige Themen: Minecraft, Super Mario 64, Pro Cycling Manager 2014. Ein neues Let's Play und meine 10-tägige eventuelle Inaktivität. Das möchte ich jetzt alles mit euch besprechen. Als erstes mal Minecraft und Super Mario 64. Da gibt es nicht viel zu sagen. Minecraft läuft ganz normal weiter. Minecraft wird ganz normal weiter laufen. So wie das schon immer der Fall war. Interessant wäre mal zu fragen. Da würde ich gerne mal eure Meinung wissen. Ob ihr das Let's Play noch gerne schaut. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, es schauen nicht mehr viele. Ich weiß, einige schauen es immer noch sehr gerne, aber manche andere auch nicht mehr. Also einfach mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Let's Play immer noch gerne verfolgt oder eben nicht. Dann haben wir Super Mario 64. Da kommt die nächste Folge bald raus mit dem Joker Gamer. Okay, ist bereits schon aufgenommen, gerendert und so weiter. Muss nur hochgeladen werden. Das werde ich dann bei Gelegenheit mal tun. Dann als nächster Gast, lass mich nicht lügen, kommt Pepsis Playground, der Geotamer und Holy Diver. Ich glaube, das sind die drei Gäste, die jetzt als nächstes mit aufnehmen wollten und die auch schon sich sozusagen, ja, bereit erklärt hätten, mit mir eine Runde aufzunehmen. Mario 64 wird nicht mehr so lange dauern, aber wir haben es fast schon durch. Nur wir wollen ja noch in jedem Level die 100 Münzen sammeln und das wird auf jeden Fall lange dauern. 100 Münzen sind echt eine langwierige Geschichte. Und da zähle ich dann auf jeden Fall auch auf die Co-Kommentatoren. Könnte vielleicht, nein, Geotamer noch nicht, vielleicht den Holy Diver schon treffen, vielleicht den, der nach Holy Diver kommt. Also wenn jemand von euch noch mitmachen wollte oder will, dann meldet euch sehr gerne. Ich habe sehr gerne noch einen Gast dabei, brauche ich ja noch für die letzten Folgen. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Dann, der Pro Cycling Manager 2014, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, geht auch wieder los, geht auch wieder weiter, das ist auch super. Und dort kommt jetzt der Monat April auf uns zu. Die Depanne-Rundfahrt sowie den Grand Prix de Vitré habe ich bereits schon aufgenommen. Also die beiden Rennen gibt es schon. Ich werde euch jetzt mal einen Screenshot vom Kalender einblenden, damit ihr euch ein Bild machen könnt, welche Rennen jetzt noch anstehen. Die mit dem blauen Haken, die werden wir, an denen nimmt unsere Mannschaft teil. Die mit dem roten X, an denen nicht. So, das heißt, wir werden fahren. Classic Limburg, Ronde von Flandern, vielleicht, wenn sie uns einladen. Vuelta a la Rioja, Schelde Tour Flandern, Circuit de Denain, Rue de Finestre, Trophée Pro Leon, Köln-Rundfahrt, Circuito del Trentino und die Tour of Turkey. Das wären, wenn wir alle fahren würden, 20 Folgen. Jetzt frage ich euch, wollt ihr alle sehen oder gibt es vielleicht Rennen, auf die ihr verzichten könnt? Wer beispielsweise sagt hier, Circuit de Denain brauche ich nicht oder Rue de Finestre, dann fahren wir das nicht. Prinzipiell, bin ich ganz ehrlich, habe ich nichts dagegen, die Rennen alle zu fahren. Die werden euch allzu lang dauern. Wie gesagt, 20 Folgen werden es. Da ist natürlich die Trentino-Rundfahrt und die Türkei-Rundfahrt schon eingerechnet. Auch zwei sehr interessante Rennen, die ich gerne mitnehmen würde. Trentino ist ja auch ein Sponsorenziel. Köln-Rundfahrt wird auf jeden Fall gezeigt, natürlich. Beinahe Heimspiel fürs Inferno. Und damit schaffe ich auch den Themenumschwung zum nächsten Thema. Also nochmal, wenn ihr irgendwelche Rennen nicht sehen wollt, dann schreibt es einfach rein. Oder wenn ihr irgendwelche Rennen unbedingt sehen wollt im April, also im April von dem Spiel halt, dann schreibt es gerne rein in die Kommentare. Gut. Dann, das nächste, ich kriege ja bald Besuch, respektive ich habe schon Besuch, weil ihr seht es ja am Sonntag, ich nehme es zwar am Freitag auf, aber ihr seht es am Sonntag, dementsprechend habe ich seit gestern Besuch. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern ich da zum Hochladen komme, sage ich mal ganz ehrlich, vom 1. August bis zum 10. August, das habe ich ja schon angekündigt, könnte es sein, dass es eine Pause gibt. Aber jetzt kommt's. Der liebe Slinferno, den ihr alle bestens kennen dürftet, hat ein RPG-Maker-Spiel gemacht. Das heißt Marcel Davis und die verlorenen Insider. Nee, es heißt gar nicht so. Es heißt einfach nur die verlorenen Insider. Aber es hat irgendwie mit Marcel Davis zu tun. Irgendwie so.
Ein RPG-Maker-Spiel. Das Gute an RPG-Maker-Spielen ist, sie sind sehr, sehr klein. Die Videodateien sind wirklich extrem klein. Was bedeutet, der Upload dauert nicht lang? Was bedeutet? Genau, das könnten wir jetzt praktisch als Lückenfüller nehmen für die Zeit, in der ich besucht habe. Das heißt, es wird wahrscheinlich doch keine Inaktivität auf dem Kanal geben, sondern halt in erster Linie das Projekt von Slinferno, das Spiel von Slinferno und das Projekt von mir. Bin da schon sehr gespannt drauf. Da seht ihr übrigens jetzt mal Samu, die Robbe, die ich im Lieblingstag erwähnt habe. Gut, ja. Was soll man sagen? Da freue ich mich schon drauf. Dementsprechend das Spiel könnte einen Ersatz darstellen zur Inaktivität, was ich ganz schön fände, dass es eben nicht so ist, dass ich hier inaktiv sein muss auf meinem Kanal. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird bestimmt ein lustiges, dummes Projekt werden, mit vielen Insidern drin und so weiter und so fort. Und ansonsten sage ich mal, war es das von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen, Kritik, Anregungen, irgendwas habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es in der nächsten Sonntag-Folge auf jeden Fall berücksichtigen, respektive auch in den Kommentaren natürlich beantworten, je nachdem. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. War ja eine kurze, knackige Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Infos am Sonntag, wenn ihr mögt. Yeah. Gut. Danke fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächstes Mal. Bis dann.